Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video werden wir eine Concrete Farm bauen, beziehungsweise die Farm, welche Concrete Powder in normales Concrete umwandeln kann. Und zwar war ich wieder in meiner Miruscraft-Welt unterwegs und ich brauchte halt eine Menge Concrete. Das aber nicht in der Powderform, sondern einfach in der harten Form. Und dann habe ich mir gedacht, ja komm, lass das mal abbauen. Und so wie man die verschiedenen Arten halt kennt, platziert man Wasser und macht es so irgendwie außen rum und baut es dann halt hinterher ab. Oder man stackt sich hoch, platziert dann Wasser und baut es dann so ab. Aber das ist auch keine Lösung. Dann gibt es eben noch die Pro-Variante. Man macht rechts- und linksklick und dann baut sich das alles so instant ab. Also ja, aber das ist auch keine Lösung, weil man kriegt da auch nicht so schnell so viele Mengen hin. Und da kam mir die Idee, eine Farm zu bauen. Ich habe auf YouTube nachgeguckt und es gab dazu leider noch nichts, beziehungsweise so in der Form, wie ich es haben wollte. Und dann habe ich mich rangemacht und habe mein eigenes Ding gebaut, habe ein Weilchen rumgemacht und so. Ich kenne mich ja relativ gut mit Redstone aus und dann ist das hier bei rumgekommen. Sehr kompakt, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Alles, was ihr für die Farm braucht, ist hier drinne. Also hier einmal das teuerste, würde ich sagen, ist mal der Sticky Piston und die Hopper. Das hier unten ist optional, empfehle ich euch aber. Dann auf jeden Fall müsst ihr beachten, ein paar Baublöcke und vielleicht Glas, weil ich finde, mit Glas, wenn man so ein bisschen reingucken kann, ist es relativ nice, besonders wenn man dann auf Servern spielt und dann vielleicht jemand anders vorbeikommt und guckt, wie man da drinne steht. Ich kann auch ganz kurz zeigen, wie es funktioniert. Als allererstes ist es ganz wichtig zu wissen, dass die Farm jetzt auf das Maximum effizient ist. Das heißt, sie funktioniert am besten mit einer Diamantspitzhacke mit Efficiency, Moment, 5. Die kann ich mal ganz kurz enchanten, genau, Efficiency 5. Und mit einem Beacon mit Haste 2, das heißt Eile 2, die könnt ihr hier ganz einfach machen. Ihr braucht einen maximalen Beacon. Wählt Haste aus, Haste 2, aktiviert den und dann bekommt man das in einem Radius von ein paar Blöcken. Müsst ihr halt gucken, dass der Beacon nicht so weit weg ist von eurer Farm. Natürlich geht es auch ohne Diamantspitzhacken und Beacon und alles. Dann müsst ihr halt den Delay verändern, da zeige ich später nochmal, wie es geht. Als erstes braucht ihr dann natürlich etwas Munition hier. Ihr tut ein bisschen Concrete Powder rein in den Dropper. Dann müsst ihr in euer Inventar gucken. Ihr nehmt am besten so einen halben Stack, dann funktioniert es am besten in eure Offhand. Und dann braucht ihr noch irgendwelche anderen Blöcke. Das heißt, es darf kein Concrete Powder sein oder kein fertiger Concrete von der Farbe, die ihr machen wollt. Ihr ballert damit euren Inventar zu, so, zack, dass ihr nichts mehr aufnehmen könnt. Und ja, dann stellt euch einfach am besten in Game Mode 1 oder 0, meinte ich, Survival rein. Und dann könnt ihr Rechtsklick, Linksklick gedrückt halten, beides auf einmal. Und dann am besten auch noch in den String reinstellen, damit es funktioniert. Genau, jetzt funktioniert es. Und wie ihr seht, es funktioniert einfach tadellos. Man kriegt immer wieder den Concrete Powder hingeworfen und damit geht er nicht aus. Ihr baut nebenher immer schön ab und so könnt ihr euer Concrete Powder ganz geschmeidig umwandeln in den normalen Concrete, den man dann sofort zum Bauen verwenden kann. Wie ihr seht, das ist eine AFK-Farm. Ja, und man muss eben aufpassen, dass man immer genügend Munition hat, dass man dann später, wenn diese ausgeht, nicht seine ganze Farm zerstört. Aber das kann man ja ganz leicht ausbauen, indem man einfach, ups, so wie ich es drüben gemacht habe, ich gehe mal ganz kurz rüber, so, an den Dropper hier einen Hopper anschließt mit einer Chest, wo man dann beliebig viel Concrete Powder reinpacken kann und auch dementsprechend lange AFK stehen kann. Deswegen ist das hier unten optional und wie ihr seht, landet später alles hier in dieser Chest ohne Verluste. Einfach brillant. Okay, bauen wir das ganze Ding mal auf. Ich versuche das jetzt mal hier schön langsam zu machen, dass jeder hinterherkommt. Als erstes müsst ihr euch einen Spot aussuchen, wo ihr später dann euer Zeug abbauen wollt. Da platziert ihr am besten ein Obsidian, muss nicht unbedingt sein, aber ich sag mal, ist ein guter, markanter Punkt. Drumherum baut ihr dann diese 8 Blöcke ab, macht an der Seite noch einen mehr und setzt dort eine Chest. Lasst dann dort, wo die anderen 8 Löcher sind, in die Chest Hopper reinlaufen und dann endet ihr mit diesem Ding. Als nächstes geht ihr vom Obsidian Block 8 Blöcke nach hinten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Genau, und dort könnt ihr dann euer Wasser platzieren. Das empfehle ich euch aber erst später zu machen. Erstmal baut ihr hier diese kleine Rinne drumherum, so wie ich es drüben auch gemacht habe. So, dann hätten wir das. Dann baut ihr am besten einen Glaskäfig drumherum, denn wenn man abbaut, kann schon manchmal sein, dass die Items ganz schön wild drumherum irgendwo hinspritzen. Das am besten drei Blöcke hoch, weil selbst wenn man es zwei Blöcke hochbaut, kann es manchmal sein, dass es so weit hoch geböllert wird hier, die Items, dass die oben drauf liegen bleiben. Um ganz sicher zu gehen, kann man jetzt natürlich auch noch ein Dach drüber bauen. Danach platziert ihr hier einen Block weit entfernt vom Obsidian. Darauf platziert ihr einen Dropper, ganz wichtig, einen Dropper, keinen Dispenser, das heißt auf Deutsch einen Spender, keinen Werfer. Dann müsst ihr, falls ihr genauso wie ich Glas genommen habt, hier einmal diese zwei Blöcke austauschen, dass ihr hier den Tripwire Hook, den Haken dranhängen könnt. Verbindet diese beiden mit einem String und dann endet ihr so. Das ist dann das grundlegende Design und jetzt kommen wir zum Redstone-Teil. Gut, dazu platziert ihr einmal auf dem Dropper einen Redstone. Drumherum entfernt ihr mal am besten die Blöcke. Dann führt ihr das Redstone einen Block weiter hier nach oben. Lasst dann dort einen Repeater, einen Verstärker reinzeigen, am besten auf dem zweiten Delay. Das ist dann der Delay, der euch zeigen wird, wie schnell die Items rausgeschmissen werden. Also wenn ihr so wie ich eine Diamantspitzhacke mit Efficiency 2 und Haste 2 dann habt, ist der Delay 2 am besten. Und wenn ihr das nicht habt, dann vielleicht nur eine Eisenspitzhacke oder so, empfehle ich euch den Delay hier noch zu verstärken. Das heißt auf 3. Oder wenn ihr nur eine Steinspitzhacke habt oder sowas, dann am besten auf 4. Aber jetzt für die maximale Effizienz hier die 2. Dann platziert ihr noch einen Block, müsst dann hier richtig den Observer platzieren, dass das Gesicht weg vom Repeater schaut. Dann geht ihr am besten so, wenn ihr mal andere Blöcke so hier rüber, platziert hier einen Observer, dass dann später die Gesichter ineinander schauen. Das ist ganz wichtig für unsere Observer Clock hier. Dann platziert ihr hier den Sticky Piston direkt neben dem anderen, so dass er den rüberschieben kann. Ihr entfernt wieder hier diese Blöcke, die ihr jetzt nicht braucht, die waren nur temporär. Dann geht ihr hier zum Tripwire Hook, platziert dahinter einen Redstone mit einem Block. Das führt ihr hoch. So, hier eine ganz normale Redstone-Treppe. Macht hier nochmal so einen kleinen Übergang, zack, mit einem Repeater. Dann sieht es so aus. Und das war es eigentlich auch schon. Wir können mal ganz kurz noch ausprobieren, ob das auch so funktioniert, wie ich will. Genau, und ihr hört, es funktioniert schon. Es ist ganz einfach. Man geht auf den Tripwire Hook, dieser wird aktiviert. Hier wird dann das Redstone bepowert, der Piston fährt aus. Die Observer zeigen ineinander, aktivieren diese Clock. Und durch diesen Repeater über das Redstone geht dann das Signal eben oder zu dem Dropper und bepowert diesen dann ständig. Und wenn dieser dann auch noch geladen ist, feuert er euer Concrete Powder raus, so dass ihr dann ständig dieses aufnehmen könnt und mit gleichzeitig platzieren und dann auch später abbauen könnt. So, das war dann mal das Design. Ihr könnt es natürlich noch ein bisschen verzieren, in euer Haus einbauen, ähnlich wie ich das hier so gemacht habe. Einfach hier ist euer normales Haus, ihr schreibt Concrete Farm oder sowas hin. Könnt es dann noch erweitern hier mit einem Hopper und einer Chest. Und ja, dann könnt ihr hier ganz gechillt da reinlaufen und eure Sachen abbauen, so wie ihr es braucht. Dann könnt ihr vielleicht außen rum gehen oder ihr baut hier auch noch irgendwie eine Tür ein. Genau, jetzt ist das Gemälde leider weg. Könnt hier zur Chest oder ihr führt einfach die Chest mit dem Hopper weiter hier rüber in euer Haus. Und hier habt ihr eure Farm. Ihr müsst natürlich hier auch noch Wasser platzieren, damit das Ganze funktioniert. Okay, Leute, das war schon wieder vom heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen hier mit eurem Concrete-Problem. Das ist eine sehr nice Farm, die werde ich auch selbst oft benutzen. Ist jetzt mit dem Update 1.12 ein Must-Have, denn mit Concrete kann man einfach verdammt nice bauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.